Felix Artmann, meine Damen und Herren, live hier auf der Bühne mit dem Titel Mean. Und ich verspreche Ihnen, wir werden im Laufe dieser Sendung noch mehr von ihm hören. Haben wir eben noch über das Online-Shopping gesprochen, so wollen wir uns jetzt einmal mit dem Shopping hier am Niederrhein, nämlich beim lokalen Einzelhändler, beschäftigen und uns fragen, welche Bedeutung hat eigentlich der Einzelhandel am Niederrhein? Zu einem netten Bummel durch die Stadt gehören mindestens zwei Dinge: schönes Wetter und nette Geschäfte. Ein funktionierender Einzelhandel sorgt für Leben in den Straßen, auch bei uns am Niederrhein. Ohne Ladenlokale und Cafés sähe es traurig aus in Moers, Dienstlaken und Umgebung. Hier kann man sich umsehen und natürlich Schnäppchen machen. Der Einzelhandel ist ein wichtiger Teil der regionalen Wirtschaft, denn er schafft Arbeitsplätze und sorgt für Umsätze, die vor Ort gemacht werden. Und mehr noch, der Einzelhandel prägt das Bild einer Stadt. Sowohl durch seine Lagen und Räumlichkeiten, als auch durch sein Sortiment und seine Angebote. Ein Blick in die Fußgängerzone verrät viel über die Situation der Stadt. Welche Geschäfte sind hier zu finden? Welches Publikum ist unterwegs? Um die Belange des Einzelhandels in unserer Region kümmert sich der Einzelhandelsverband Niederrhein und hat damit alle Hände voll zu tun. Jeder dritte Einkauf in Nordrhein-Westfalen wird mittlerweile über das Internet getätigt, aber Online-Shopping ist nicht alles. Auch attraktive Innenstädte, nette Geschäfte und lebendige Einkaufsstraßen sind wichtig für unsere Region. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Aus diesem Grunde beim Niederrhein-Talk zu Gast der Geschäftsführer des Einzelhandels- und Dienstleistungsverbandes hier am Niederrhein. Herzlich willkommen, Wilhelm Bommann. Guten Tag. Ja, Herr Bommann, schön, dass Sie heute hier sind. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen über das Online-Shopping auch gesprochen, über den Münzhandel im Besonderen. Aber haben Sie selber schon mal online geshoppt? Mit Sicherheit. Wenn wir jetzt heute Abend die Frage mal freigeben würden, behaupte ich mal, dass 90% sicherlich schon mal Internet-Sachen gekauft haben. Es ist heute an sich nicht mehr wegzudenken und der stationäre Handel muss sich darauf einstellen. Und wir haben ja ein Beispiel gerade vorhin gehört. Was haben Sie denn so online geshoppt? Es war die Reise, die man gebucht hat. Auch das ist Handel. Reisen sind Handel. Hat auch Spaß gemacht und die Reise war tipptopp. Die Reise war tipptopp. Spaß, will ich sagen, eher weniger. Sondern wir sagen im Handel immer, man muss riechen, fühlen und schmecken. Und das ist dann, ich sag mal, das, was den stationären Handel ausmacht. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen flapsig über den Online-Handel gesprochen, über Ihre Erfahrung. Aber vielleicht sagen Sie mal, welche Gefahr lauert denn da überhaupt für den Einzelhandel hier am Niederrhein, wenn da jetzt der Online-Handel vermehrt aufkommt? Herr Mais, jetzt muss ich Sie einmal korrigieren. Korrigieren Sie mich. Also Gott sei Dank ist es nicht so, dass ein Drittel des Umsatzes über Online gemacht wird. Das ist im Geschäftsverkehr sicherlich richtig, aber im stationären Handel Gott sei Dank eben nicht. Sondern wir haben Marktanteile von 5% des Handelsumsatzes wird online gemacht. Allerdings, das muss man fairerweise sagen, mit Steigerungsraten, die enorm sind. Und das ist auch noch nicht zu Ende. Das heißt, wir müssen im Handel sehen, dass diese Entwicklung berücksichtigt wird beim stationären Handel. Und ich bleibe noch mal bei dem Beispiel Markowski. Das ist auch so ein Fall, der mit stationär angefangen hat, sich auf online mit umgestellt hat und beides miteinander vermischt hat. Aber sehen Sie denn irgendwann die Gefahr, dass es einen stationären Handel irgendwann nicht mehr gibt? Oder wird sich das gegenseitig irgendwann aufnivellieren? Also wir sagen ganz eindeutig, den stationären Handel wird es auch noch in Zukunft geben. Wir haben ein Stück Stadtkultur, das haben wir den Amerikanern übrigens voraus. Das heißt, wir haben ein Stück europäische Stadt. Wir wollen gerne flanieren gehen, wir wollen einkaufen gehen, wir wollen ein bisschen Kultur haben. Das heißt, es ist das Ensemble, was da zusammenspielt und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass die überwiegende Bevölkerungszahl das auch zu schätzen weiß. Allerdings, die Umsätze werden weniger. Jetzt wissen wir ja alle, Wirtschaftskrise allen Orten. Ich will jetzt gar nicht erst über Griechenland, Spanien und wie sie alle heißen reden. Das Geld ist bei allen auch nicht mehr so sehr im Portemonnaie. Jeder Bürger muss irgendwo jeden Monat rechnen, was er auszugeben hat. Jetzt ist der Onlinehandel aber oft billiger, als wenn ich jetzt hier zu dem Geschäft meines Vertrauens gehe. Ob das im Einzelfall immer billiger ist, wage ich zu bezweifeln. Machen Sie ruhig den Preisvergleich. Im Handel werden Sie faire Preise bekommen. Das ist also nicht überall der Fall. Im Übrigen muss man auch wirklich wissen, es ist eine Dienstleistung, die im Handel dahinter steht. Und ich glaube, viele wissen auch zu schätzen, dass diese Dienstleistung etwas teurer sein kann, wenn dann das Produkt teurer ist. Denken Sie aber auch daran, das Produkt wird mit Porto behaftet, das haben Sie im Handel nicht. Und wenn man dann mal die Summe zusammen addiert, dann ist der stationäre Handel nicht unbedingt schlechter. In manchen Fällen sicherlich.
aber nicht überall. Herr Bormann, vielen Dank für den Moment. Wir wollen gleich mal so in die Zukunft gucken, wie sieht es hier am Niederrhein mit dem Einzelhandel aus. Doch vorher gehen wir mal eben in die Werbung und sind gleich wieder zurück. Unsere Ausstellung steckt voller Überraschungen. Schauen Sie sich einfach mal um. Besuchen Sie unsere Ausstellung auf 2 Etagen. Durch gemeinsamen europaweiten Einkauf bieten wir Ihnen günstigste Preise. Bei uns bekommen Sie für Ihr Geld mehr, als Sie erwarten. Kleier Küchen an der Repelener Straße 2 in Moers. Sie möchten, dass Ihre nächste Feier ein voller Erfolg wird? Dann ist der Party- und Buffet-Service der weit über die Grenzen des Niederrheins und des Rhein-Ruhr-Gebietes bekannten Frank Schwarz Gastro Group der sichere Garant dafür. Dabei fängt unser Service schon bei der Planung an. Unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie in allen Fragen rund um Ihre private Veranstaltung. So ersparen Sie sich eine Menge Arbeit im Vorfeld, denn wir wissen, wie man eine Silberhochzeit, goldene Hochzeit, eine Kommunion, Konfirmation oder den runden Geburtstag in den eigenen vier Wänden oder in angemieteten Räumlichkeiten organisiert und durchführt. Unser Angebot reicht von der bodenständigen Küche bis hin zum ausgefallenen Fingerfood. Falls Sie es wünschen, bringen wir auch die passende Dekoration, Geschirr und Besteck, Tische und Stühle oder das Partyzelt gleich mit. Sie erleben und genießen, wir kümmern uns um den Rest. Autohaus Mercedes Nühlen, direkt an der A40, Ausfahrt Moers Zentrum. Wir kommen zurück beim Niederrhein-Talk. Bei mir nach wie vor zu Gast ist der Geschäftsführer des Einzelhandels- und Dienstleistungsverbandes, Wilhelm Bormann. Herr Bormann, wir haben eben gesprochen über den Onlinehandel. Lassen Sie uns jetzt mal so einen Blick machen in die Region. Wie sieht es denn tatsächlich aus am Niederrhein mit dem stationären Einzelhandel? Also ich habe so langsam das Gefühl, da tut sich was, sei es jetzt in Duisburg, sei es in Dienstlaken, auch in den anderen Städten. Wie sehen Sie das? Also in der Tat haben wir in den letzten Jahren, zumindest in der Politik, deutlich machen können, wie wichtig unsere Städte, sage ich mal, für das Stadtbild insgesamt sind. Und Sie kennen alle die Diskussionen, dass man den Einzelhandel früher auf der grünen Wiese zugelassen hat. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Politik hat gesagt, wir müssen die Stadtteile und die Stadtzentren stärken. Das haben sie jetzt auch vermehrt getan. Trotzdem muss man auch sagen, manchmal haben wir den Eindruck, dass die Politik jedem Investor hinterherrennen möchte, ohne ihr eigenes Stadtentwicklungskonzept letztendlich durchzusetzen. Und das finden wir dann nicht so prickelnd. Da müssen wir dann immer nachfassen. Meinen Sie da jemanden Besonderen? Ach, es gibt Städte hier in unserem Verbandsgebiet, ob das nun Duisburg ist, aber auch in Moers haben wir bestimmte Themen, die da sind. Und man muss hier vielleicht auch wirklich die Unterscheidung treffen, wenn Sie von uns lesen. Wir sind nicht grundsätzlich gegen alles. Wir wollen keine Käseglocke. Wir wollen nur den Handel dort, wo er hingehört, nämlich in die Stadtteilzentren oder in die Stadt. Jetzt bleiben Sie uns mal oder lassen Sie uns mal bei den einzelnen Städten bleiben. Fange ich mal mit der größeren Stadt am Niederrhein an, mit Duisburg. Da tut sich in letzter Zeit sehr viel. Wir wissen, da ist ein Forum eröffnet worden. Da sind 2 große Möbelhäuser, die in Planung sind. Möglicherweise ein Outlet-Center. Was sagen die Städte hier am angrenzenden Niederrhein? Wie viel Gefahr, wie viel Konkurrenz ist da in diesen großen Projekten? Also jede Stadt achtet genau darauf, welche Entwicklung sich links und rechts tut. Das wäre also jetzt fatal, wenn sie es nicht tun würde. Nämlich man muss sich wirklich darauf einstellen. Also jede Stadt ist für sich Konkurrenz. Ja, das kann man so sagen. Also die alte Kirchturmspolitik ist durchaus noch manchmal eben da. Wichtig ist nur, dass man hingeht, jetzt zum Beispiel in Duisburg,
Wir haben nichts gegen die Möbelhäuser. Duisburg hat sicherlich einen Nachholbedarf, was Möbelhäuser anbelangt. Aber es gibt bestimmte Sortimentsbereiche, die gehören einfach nicht dahin. Wenn Sie über FOC sprechen, also Factory Outlet, Fabrikverkauf, dann sind wir da in kritischer Meinung, weil das eine Vertriebsschiene an sich ist, die den Handel letztendlich ausschließen will. Nämlich im Prinzip wäre das sozusagen das Harakiri des Handels. Wir sind jetzt schon fast am Ende des Gesprächs, aber vielleicht geben Sie uns noch mal so zum Schluss einen kleinen Ausblick. Wie kann es am Niederrhein weitergehen? Ich glaube, die Politik muss jetzt hier vor Ort wirklich erkennen, dass sie sich wieder an ihre eigenen Konzepte erinnert, an ihre eigenen Beschlüsse. Das ist ja das Fatale. Dann haben wir eine vernünftige Stadtentwicklung, dann haben wir Rahmendaten im Handel und dann weiß der Einzelhändler, wo er investieren soll, damit Sie, ich und wir alle schön flanieren können. Ja, und das, Herr Bormann, mache ich wirklich sehr gerne. Ich gehe gerne flanieren. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren, Wilhelm Bormann. Und wir, meine Damen und Herren, machen jetzt weiter mit Musik. Felix Artmann mit dem Titel Longer Than the Night. Viel Spaß! Somewhere I will take you there. I have a little car outside. One day I'll drive you somewhere. For now let's just stay where we are. Got some money on the side, some secrets to hide. Let's just do what we, whatever we think that is right. That is right, stay longer than the night. Just please stay longer than the night. Just I won't stop you. I want you and me to be where we want to. If you leave, then please stay longer than the night. Just please stay longer than the night. Just got tea and bread for staying here in bed. Do you want milk or lime? We've got more than enough time. Stay longer than the night. Just please stay longer than the night. Just please stay longer than the night. But you wanna have to go, and I won't stop you. I want you and me to be where we want to. If you leave, then please stay longer than the night. Just please stay longer than the night. Just please. Just please stay longer than the night. Just
just